Daheim würde für mich bedeuten, auf eine Bühne aufzugehen. Überall, wo es eine Bühne hat, bin ich daheim, wo ich Live-Musik machen kann. Und im Moment bin ich etwas daheim los. Ich wohne hier mit zwei ganz lieben Freunden. Mein Wohnpartner auf der einen Seite. Wir beide leben wunderbar zusammen. Wir sind, wie gesagt, Wohnpartner und nicht mehr als das. Und nachher der Chef vom Haus, der Trevor, ist unser dritter Wohnpartner. Meine Lieblingsecke ist ein ehemaliges Blumenfenster in dieser Wohnung. Und wir haben das quasi so wie einen Aussen-Innenbalkon gemacht, wo ich schön auf dem Friedhof schauen kann, ob alles in Ordnung hat. Und dort kann meine Tee trinken und Bücher lesen und Gitarre spielen und einfach ein bisschen sein. Mein grösster Fehlkauf. Tut mir leid, kein Fehlkauf. Ich kaufe darum auch nicht so viel. Eigentlich. Auch nicht dauernd. Ich bin kein Shopping-Queen. Ich kaufe Möbel eigentlich, wo ich etwas sehe oder wo mir etwas gefällt. Die Truhe da, die hat mich ältester Bruder mitgebracht, der ist manches Jahr als Funker über die Weltmeer gesegelt und hat das mal mitgebracht. Und das ist dann irgendwo im Haus geblieben stehen. Da hat es nicht mehr wollen, dass ich das können haben. Und nachher es ist auch viele Sachen, die früher aus der, halt von meinen Vorfahren, aus der Familie irgendwie noch rumstehen. Ich tue sehr gerne kombinieren, eigentlich die Sachen, die nicht zusammenpassen. Passen für mich eben sehr gut zusammen. Ja, also ich bin jetzt eigentlich offiziell der, der den Küdersack runterbringen muss. Nachher haben wir einen elektrischen Sklav, der Robinho. Das ist so ein Roborock, der rumfräset. Zu guter Letzt noch meine wunderbare Perle, die seit 12 Jahren alle zwei Wochen kommt und die Wohnung jedes Mal wieder transformiert, also eine Putzperle. Und sonst, ja, muss man halt einfach auch selber noch ein bisschen dran. Und mein Wohnpartner tut und ich tue. Mir ist schon noch gerne super. Und das Problem ist schon ein bisschen mit dem Wohnpartner da, der haart ganz wahnsinnig. Und da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Das sind ja keine grusigen Haare. Ja, die sind einfach alle verstorben. Meine Nachbarn sind tatsächlich ruhen in Frieden. Also ich habe tatsächlich keine Nachbarn. Wir können hier am Morgen um 6 Uhr, wenn es uns dünkt, wir wollen jetzt hier eine Party veranstalten, was wir auch schon haben übrigens. Können wir hier mit Tausenden von Watt können wir Musik machen und das ist schon sehr etwas Angenehmes. Meine unterste Schubladenfüße ist. Ach, so weit komme ich gar nicht runter. Die Schublade ist auch gut, ne? Ich glaube, es ist. Also bei aller Liebe, ich habe da wahrscheinlich schon die eine oder andere Leiche in der Truhe. Aber da redet man ja nicht drüber.